Fisch weg. Überlege halt, wie ich dann. Ich kann jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. So, ich kann jetzt hier laufen. So, und der Fahrstuhl, der bringt mich halt ins UG 1, 3 und 4. So, also UG 1. Da war ich gerade. Das macht, bringt uns gar nichts. UG 3 bringt uns auch nicht so viel. Also eigentlich müssten wir ins UG 3, glaube ich, und dann hier hinten irgendwie die Treppe nehmen. Dann geht's nach unten und dann müssten wir eigentlich ins UG 4M kommen. Wo kommen wir denn raus? Ich habe keine Ahnung. Da bringt er nichts. Wir fahren jetzt zu UG 3 und dann hoffen wir, dass wir da irgendwie weiterkommen. Ja, nun. Das bringt uns ja nur. Also, das bringt mich ja nur gar nicht weiter. Das ist jetzt UG 3? Wir waren 1 unten drunter. Wenn wir 1 unten drunter waren, hätten wir doch eigentlich in UG 4M sein müssen. Also ich sehe gerade gar nicht mehr durch. Wir wissen alle, was jetzt kommt. Weil hier randaliert Ihmchen rum. Mit seinen zwei Bohrhände. War hinter dieser Tür. Müsste hier halt durch. Vielleicht. Ding ist, ich habe hier halt noch nie eine Dingens gesehen, eine Tür. Aber angeblich ist da eine. Hat ihn nicht gestört, Homo. Hier, müsste irgendwo eine Tür sein. Nervtötend. Und hier kam gleich der nächste. Das ist nämlich eher so. Ich muss hier rechts. Also, warte mal, wenn ich hier rechts runtergehe, da gab es, glaube ich, das war ein Dead End. Die sind halt auch nicht stört, dass ich ihn auf die Brust schieße. Ah. Gut Ding will Weile haben, ne? Ich weiß jetzt noch nicht, wo der. Über mir, okay. Wow, oh, fuck. Eine ganz schön knappe Kiste jetzt. Heilung habe ich keine mehr. Geht der mir auch immer die ganze Zeit auf den Tender hier, ne? So. Beide! Sterben! Warum sagt mir das denn keiner? Dann hätte ich doch alle umgebracht. Oh, ernsthaft? Jetzt habe ich den Heisenberg-Schlüssel. Damit weiß ich, wo ich hin muss.
Jetzt mal Butter bei der Fische. Die verbrauchen sich ja dann automatisch, ne? Das heißt, ich habe ja die noch gar nicht gemacht. Ey, hätte ich das gewusst? Ich habe gedacht, man betäubt die nur damit. Lol. Kann ich hier noch was machen? Nee, ne? Wir haben den Schlüssel. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir das wenigstens geschafft. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier in die Tür reinkomme. Also hier komme ich ja auch in die Tür rein. Grüß dich, Combo. Mensch, Combo, lange nicht voneinander gehört. Also lange dich nicht gesehen. Oder? Ja doch. Combo, sag mir mal bitte, ob du ein schwarzes Bild hast. Ich muss die Vorschau deaktivieren und sehe es nicht. Weil ansonsten OBS hart aus der Haut fährt. So. Hier waren wir noch nicht. Sehr gut. Passt alles. Nice. So. Ich häng schon den nächsten dran, ne? An Haken. Mir ist es übrigens genauso dunkel wie bei euch. Ich sag's nur, weil, falls ich was übersehe, nicht übel nehmen. Natürlich. So, Kollege, da ich jetzt weiß, dass ich euch umbringen kann. Das stimmt doch nicht. Er stirbt halt nicht. So, und die ganz alte Leier. Welches, ich hoffe, das Overlay. Mach jetzt hier mal offline. So, sonst haben wir es. Weil Resident Evil ist das einzige Game, wo das Overlay die ganze Zeit mit aufzeichnet. Hast ab und zu mal reingeschaut, aber meistens nur kurz. Welches Game steht auf der Liste nach Resident Evil 8? Schwierig. Ich kann jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Aus dem einfachen Grund. Ich habe mir noch nicht so eine Platte gemacht. Ich habe überlegt, ob ich mal Cyberpunk weiterspiele. Aber das wird dann halt ein Projekt für die nächsten paar Monate auf jeden Fall. Alternativ habe ich noch ein paar kürzere Games in petto. Es soll jetzt auch bald. Chernobyl Light released werden. Ich glaube, es ist Juni oder Juli. Ich habe noch nicht so einen richtigen Plan. Ich wollte eigentlich auch mal. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Objekt ist Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Kado haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. The fuck? Ja! Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran! Ha ha ha!
Ja, also was ich sagen wollte, Days Gone habe ich schon durchgespielt. Kannst du dir gerne auf meinem YouTube-Kanal angucken, wenn du möchtest. Das habe ich auf der PlayStation schon gespielt. Habe ich es da? Ich habe auch noch Control. Ich habe noch Black Mesa, was sie neu aufgerollt hatten von Half-Life. Ich habe damals auch Half-Life gespielt. Ich habe noch einiges da, was ich spielen könnte. Cyberpunk habe ich damals nicht weitergespielt, weil es halt ein mega Mammutprojekt ist und das noch total buggy war. Und ich habe letzte Woche mal reingeschaut, das ist immer noch buggy. Aber das Spiel ist halt mega geil. Also ich hätte schon wieder Bock da drauf. Aber momentan kann ich es halt echt noch nicht sagen. So. Ist halt. Hä? Noch nicht alles entdeckt da drin? Ich habe zu viel Auswahl. Ich hätte auch noch für. Ach hier, guck mal. Ja. Aber jetzt, ne? Ja. Green Hell zum Beispiel hat auch ein Update gekriegt. Könnte ich auch jetzt noch spielen. Gießerei, wir haben noch einen anderen Weg. Black Mesa ist Hammer, ja, das habe ich überlegt und es geht auch nicht so lange, ne? Also Resident Evil geht ja auch nicht so lange, aber ich spiele es jetzt mittlerweile auch schon 12 Stunden fast. Cyberpunk hat einige Bugs, Ingame-Bugs halt, ne? Also. Scheiße. Die meisten Sachen haben sie ja schon gefixt. Aber halt noch nicht alles, ne? Double Kill! Dass zum Beispiel Objekte nicht aufhebbar sind, hast du immer noch, dass teilweise Gegenstände irgendwo reinglitschen und sowas. Aber die haben sehr, sehr viel Bugs schon gehoben, also hauptsächlich Missionsbugs behoben. Ich hatte halt, wie gesagt, letzte Woche wollte ich Resident Evil spielen, der hat einfach das Game nicht gecaptured und dann habe ich mal Runde Cyberpunk eingelegt und das war halt wieder mega geil. Und hat wieder Bock auf mehr gemacht. Ich hatte auch eine Zeit lang ziemlich viel mit Multiplayer mit Kumpels gespielt. Ich habe ein Spiel Multiplayer halt durchgezockt und habe dann dafür gesagt, ey Leute, ich will ein bisschen mehr Singleplayer spielen, weil ich so viele Singleplayer-Game habe. Jo, jetzt habe ich eine Welle aufgehoben, okay. Ja, und deswegen. Ich kann es noch nicht sagen. Also es wird wahrscheinlich eher ein knackiges, kurzes Spiel werden. Resident Evil 4 ist ja auch schon im Remake, also muss mich ranhalten. Ich denke mal, Shadow Blade wäre das nächste, wenn das. Ich muss noch mal gucken, wann das rauskommt. Cyberpunk ist aber schon eine traurige Nummer, wenn man das grandiose Witcher 3 dagegen hält. Ja, das stimmt, aber Witcher 3 wurde doch auch erst richtig gut mit, also richtig geil mit den DLCs, aber es war halt nicht so verbuggt, ne? Also, ich habe Witcher 3 nie gespielt. Deswegen kann ich mich da auch nicht so aus dem Fenster hängen. Weil mich das Setting nicht so gecatcht hat. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Also ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen erstmal zu dem guten Händler und den ganzen Scheiß verkaufen. Aber wir müssen jetzt eigentlich ins UG1 hoch. Und dann können wir hier durch. Und damit müssten wir eigentlich auch aus der Fabrik rauskommen, denke ich. Die Frage ist jetzt halt. Gehen wir noch durch die Räume durch, wo ich was nicht gefunden habe. Also hier weiß ich, dass ich noch einen Stein übersehen habe. Das sind nochmal 2003. Aber bei dem anderen Rest, ne? Also gut, ich müsste nur die Viecher umlegen. Was könnte ich jetzt noch tun? Oh. Vielen Dank für dein Prime, Saberino. Vielen, vielen Dank, Mann. Herzlichsten Dank und Koala grüßt dich. Schönen guten Abend. Ich habe es geschafft, Koala. Ich kann wieder Resident Evil capturen. Also, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich musste deswegen gerade den Stream nochmal neu starten, weil das Game gecrashed ist. Ich muss das Game starten und dann OBS und hoffen, dass das Game gecaptured wird. Es ist halt wirklich. Also, da ist wirklich keine Sinnhaftigkeit dahinter, ne?
hinter dem Ganzen. Also muss ich euch ehrlich mal sagen. So, warte mal, wenn wir hier runtergehen, dann sind wir hier in dem Maschinenraum, ne? Und da ist auch noch was rot, deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt hier mal runter. Und machen mal noch mal ein Auge. Irgendwo habe ich hier was übersehen. Weiß zwar nicht wo. Aber im Zweifelsfalle einfach wieder irgendwo so ein scheiß Rubin, der irgendwo an der Wand klebt. Wir müssen mal sagen, wenn ihr irgendwas blinken seht, ne? Ist meistens so der Indikator dafür. Ja, ich habe es mitbekommen, dass du Probleme hast im Hintergrund, dass du mal mit deiner Maschine platt machst und neu aufsetzt. Normal ist es nicht. Auf keinen Fall werde ich das tun. Ah, hier, guck mal. Oder? Wenn man nicht in jede beschissene Ecke guckt, ne? Das liegt an Resident Evil. Ohne Mist. Also, ich habe mich ja beschwert, dass bei Resident Evil auch das Overlay aufgezeichnet wird. Es ist nur in Resident Evil so. Das ist nur in Resident Evil. Also ich habe jetzt erst auf Steam geschoben, ich habe ein anderes Steam-Spiel gecaptured, keine Probleme. Atlas, keine Probleme. Ich habe noch ein anderes Spiel probiert, auch keine Probleme. Overlay wird nicht aufgezeichnet. Nur das Spiel wird aufgezeichnet. Es funktioniert sofort. Ich starte Resident Evil. Es geht nicht. Capture das Overlay. Und capture dafür das Spiel nicht sofort. Und es liegt wirklich an Resident Evil. Und ich vermute mal ganz stark, dass das an dem Kopierschutz liegt. Dass er sagt, jo, also gehuckt wird hier gar nichts, ne? Danke, nein. Das hatte ich mir schon angeguckt. Bin nur gerade verwirrt, weil hier soll es irgendwie, hier geht's ja runter. Dann bin ich wahrscheinlich wieder in der Gießerei, hoffe ich. Ich habe übrigens rausgefunden, Koala, dass man diese mistigen Drecksviecher, diese Mutanten wirklich töten kann. Ich dachte, man kann die immer nur knocken, aber man kann sie wirklich umbringen. Das hebt das Ganze nochmal auf eine neue Ebene. Weil bisher habe ich das ja immer, habe ich die immer versucht zu umlaufen. Welche Engine? Vulkan oder DirectX 12? Ich glaube, es ist noch 11. Ich habe es nicht auf 12 gesetzt. Und der Hook ist auf Fast, ja. Wie gesagt, alles andere funktioniert. Hier geht's nicht. Man weiß es nicht. Hier ist doch auch so einer rausgeschlüpft. Aber den habe ich schon erschossen, ne? So, wir sind jetzt im UG4M. G4 wäre noch was. Da kommen wir aber auch mit dem Fahrstuhl hin. Habe ich irgendwas übersehen? Dann weiß ich auch, dass hier einer rumgestreucht ist. UG5 ist ganz unten, da waren wir noch nicht. Da kommen wir, glaube ich. Oder das ist die Müllverbrennung. Das könnte sein. Hier M haben wir hier noch was irgendwie auf der Etage. Aber, also ich habe überall noch was, wo ich nicht alles gefunden habe. Also das ist sowieso ganz kurios. In dem Lüftungskanal, da weiß ich überhaupt nicht, wo ich das suchen soll. Und UG1 wäre jetzt quasi the way to go. So, er war ja Gießerei. Überleben, überleben. Überleben muss ich auch, aber nach rechts musste ich, glaube ich, ne? Steige ich einmal runter in das UG4. Ja, wo es hier so dunkel war. Ich habe auch gar nicht verjagt heute schon das erste Mal. Und OBS ist auch mit höheren Rechten gestartet, nehme ich stark an. Ich glaube mit normalen Rechten, aber mit Admin. Oh shit. Oh, das ist der Fette, ne? Warte mal, wer bist du denn? Der ist neu. Jungs, der ist neu. Ich habe keine Ahnung, ob ich den